Hallo und schön, dass ihr wieder zu dieser Replay-Sektion, zu diesem Replay-Format eingeschaltet habt von Let's Play World of Tanks. Und zwar heute mal wieder mit einer Rennsemmel, gespielt von Panzer 0998, wahrscheinlich ein sehr, sehr junger Kamerad, mit seinem Bulldog. Der Bulldog für mich ein Superpanzer. Ein, ja, unglaublicher Scout, drehbarer Turm, schnelle Geschwindigkeit, optisch ein feines Stück Stahl und dementsprechend zeigenswert, gerade wenn wir hier eine gute Runde im Raum steht. Schon Endgeschwindigkeit ist einfach ein flinkes Ding, gerade mit seinem Autoloader. Und ein kleiner Sprung, noch einer. Hat er natürlich viele Vorteile auf seiner Seite. Ein Nachteil ist natürlich, für einen 7er in ein 10er Gefecht zu kommen, und genau das hat er geschafft. Also das ist erstmal nachteilig, aber heißt jetzt hier nichts unbedingt. Erstmal auf den Hügelchen. Ein ganz normales Begegnungsgefecht, also hier alles. Ein ganz normales Standardgefecht. Natürlich, keine Begegnung. Und jetzt legt er sich mal hier oben auf die Lauer. Aber da... Ui, da ist doch schon der erste Gegner. Offen ist er scheinbar nicht. Doch, jetzt ist er offen. Aber scheinbar wird er nicht wirklich Beachtung geschenkt. Auf den Conqueror könnte er gut drauf schießen. Oh ne, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Doch, ein bisschen Beachtung. Schade, wenn der jetzt weggucken würde. Jetzt hat er geschossen. Jetzt könnte ein Schuss entspannter anbringen. Ja, jetzt. Oh, da verschießt der Konkurrent nochmal. Ja, da kann er ihn natürlich jetzt als Damage-Pinate nutzen. Ja. Das waren die ersten 1000 Schaden, die er angebracht hat. Arti gibt es 2 Stück im Spiel, da muss er eigentlich schon auch ein bisschen aufpassen. So, Conqueror hat wieder geschossen, aber er braucht natürlich eine Zeit für den Reload, ganz klar. So, und wo ist er jetzt? Da ist er nach wie vor. Hat schon wieder verschossen. Ne, der Conqueror hat kein Glück, was ihn hier angeht, muss man leider sagen. Und er nutzt ihn, also mehr als Damage Pinata, als was er hier ist. Kann man ihn gar nicht nutzen. Krass, 1059 Hitpoints hat der Conqueror ihm ja hier schon auf dem Silbertablett geschenkt. 4 Schuss noch im Magazin, hinter ihm kommt ein FV. Ich glaube, er wird sich jetzt mal verpieseln. Und ja, da ist er jetzt richtig beraten, wenn er das tut. 4 Schuss noch eben im Magazin. Vielleicht geht er jetzt mal Richtung Arti. Oder er bleibt hier am 5V dran. Ah. Nicht schlecht, er will sich scheinbar hier den FV krallen. Ist halt auch nur ein 10er schwerer Panzer. Nachdem es mit dem 9er so gut klingt, vielleicht jetzt mit dem 10er. Ich wäre jetzt wahrscheinlich für die Artis gegangen, gebe ich ganz ehrlich zu. Da unten ist er. So, da Nummer 1, Nummer 2 und einer noch. Und der dritte klappt auch. Und jetzt kriegt er von vorne noch eine drauf. Hat der FV... Wo sind Sie her? Ja, ein bisschen Unglück gehabt mit seiner Route. Muss man so sagen. Jetzt lädt er nach. Und wie gesagt, vielleicht jetzt für die Artis. Der erste Arti wurde schon durch die Badget gespottet.
Scheinbar will er sich nach wie vor weiter dem FV widmen. Das ist Konsequenz. Und da hinten ist er. Ja. So, jetzt hat er auch da nochmal ein paar Hits eingeschenkt. Der Oho kommt jetzt auch da zur Hilfe. Ärgert der, wie krass ist das? Ist ja abnormal. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, vielleicht den dürfte er rausmachen können, wenn er beide Schüsse noch durchkommt. Ah, ne, doch nicht. Um 6 HP hat es nicht gereicht. Aber das Objekt macht's dann. Denkt sich, die 6 HP, die nehme ich gern mit. Eine 3910 Schaden bisher. Also da hat er hier seinem Team mit einem 7er Panzer einen Bärendienst bisher geliefert. Die HP, die er bisher abgezogen hat, das sind 2 10er Panzer, kann man fast schon sagen. Da drüben wären noch 2 ganz leichte Kills. 3 Panzer leben noch. 2. So, das ist den Leo. Der ist da unten. Und ja, Auto-Aim und weg damit. Und jetzt noch die Arti. Und dann war es das Spiel. Aber da muss man mal wirklich ganz klar sagen, hat er sehr gut gemacht. Sehr teamdienlich gespielt. Wo ist die AT? Wo ist sie? Na, 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 na. Kommst du raus? Kommst du raus? Da ist sie doch schon. Bereit zu feuern. Auto-Aim. Er hat noch komplettes Magazin. AT hat verschossen und jetzt hat er alle Zeit der Welt. Da braucht er jetzt sich nicht mehr großartig anstrengen. Da zündet er sogar die AT an. Und der Kill. Und macht's hier mit dem Bulldog weg. 4446 Schaden. Und was man mal sagen muss, normalerweise snipen die Panzer ja in der Form ganz gern. 0 Schaden von einer Distanz über 300 Meter. Also, da muss man sagen, finde ich sehr gut gespielt. Hat den Bulldog gut präsentiert. Und so wie es sein soll, schön die Gegner geärgert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.